Herzlich willkommen zu nächsten Splatoon 2 Folge und heute gucken wir uns den Fokus Profi-Kleckser an. Ja, der Fokus Profi-Kleckser-Hilfe hat die gleiche Reichweite wie der normale, hat eigentlich alles dasselbe, also Reichweite sehr gut. Feuerkraft, ja, bisschen besser als Mittel und Feuerrate nicht so gut. Sekundärwaffe ist die Haftbombe und Spezialwaffe der Blubberwerfer. Gefällt mir das Set mehr als vom normalen Profi-Kleckser. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der ersten Runde mit dem Fokus Profi-Kleckser. Ja, das sind auf dem C-Tasia Markthilfe, ich hab's mit meinen Versprechern. Ja, in der ersten Runde und ja, ich hatte gerade eben irgendwie, keine Ahnung, stand da, dass keine Verbindung zu anderen Konsolen hergestellt werden konnte, so Hilfe. Und deshalb musste ich jetzt gerade eben nochmal neu in eine Runde reingehen. Und durch meine Bombe, perfekt. Das war der Plan. Komm. Was du machst, du musst pushen. Und ich schieß scheiße. Ich hätte ihn eigentlich locker killen können. Er hat einen Platscher und hat nicht nur einen Platscher, sondern auch einen Disconnect. Okay, perfekt. Dann. Joa. Das heißt perfekt. Weil jetzt ein Gegner weniger und. Das war dumm. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Irgendwie dachte ich mir, keine Ahnung, der wird mich von der Reichweite nicht bekommen, obwohl ich ja gesehen habe, dass er mich bekommt. Und Sprungbogen ganz an Affen zu setzen, ist ziemlich blöd, weil man sich auch einfach zum Anfang selbst hinporten kann. Also zum Spawn. Deshalb sollte man beim Spawn keine Sprungbojen platzieren, weil das nichts bringt. Weil es halt einfach unnötig ist. So, einfach nur verschwendet das Potenzial. Weil man ja nur drei gleichzeitig platzieren kann. Ich verstehe es manchmal nicht. Auch manchmal schießen die irgendwie da durch. Naja. So viel dazu. Ach, ja, eigentlich ist die Waffe sehr stark, aber ich spiele irgendwie gerade ziemlich schlecht mit ihr. So. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich spiele heute nicht so gut. Ich habe auch vorhin schon ein bisschen gespielt und da war ich auch nicht gut. Das heißt, vorhin vor ein paar Stunden. Vor mehreren Stunden. So. Da hat der Typ mir schön den Kill abgestaubt. Ich will einfach nur sicher sein. Ist man aber so schlecht. War Hilfe. Wieso ist er da jetzt reingelaufen? Also ich meine, mir kann es gefallen, aber den Sinn dahinter verstehe ich jetzt nicht so ganz. Geil, noch ein Kill. Krieg ich vielleicht noch einen? Offensichtlich ja. Läuft ja gerade ganz gut bisher. Die haben jetzt schon keinen Bock mehr. Zumindest manche. Und das war extremst blöd. Ja, das habe ich selbst. Oh Gott, Hilfe. Das habe ich selbst gerade bemerkt. Das war extremst blöd. Ja, stimmt auch noch. Offensichtlich nicht. Nein, und das war doch sehr dominant. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns kurz das Ergebnis an und starten dann auch schon in die zweite Runde, die hoffentlich vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist. Oder mehr Gegenwehr. Ja, dann. Dann. Ja. Okay, dann bis gleich. So, da sind wir schon wieder auf dem C-Tasia-Markt. Und ja, gewinnen jetzt hoffentlich diese Runde. So, okay. Zack. Okay, also wir gewinnen jetzt, gell? Okay. Das war ziemlich blöd. Und irgendwie habe ich jetzt schon wieder nicht getroffen. Ich habe zweimal getroffen und dahin habe ich um keinen dritten Schuss mehr getroffen. Ich weiß nicht, weshalb. Also, es war ja jetzt nicht so schwer eigentlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, dann. So. Färbe ich hier mal ein bisschen ein, damit ich auch mal meine Ulti richtig ausspielen kann. Wow.
Woran ist er jetzt gestorben? Perfekt. Wow, so würde ich es jetzt auch nicht machen. Hilfe. So, ich habe ja eine Ulti. Hilfe, okay. Ich will gerade eine Bombe platzieren. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wenn ich meine Ulti einsetzen soll. Wahrscheinlich jetzt. Stimmt, genau jetzt. Ja, yep, genau jetzt. So, ich warte mal ab. Ob da jemand da oben lang gehen möchte. Ja, möchte, aber stirbt nicht. Hallo? Danke sehr. Zumindest habe ich die Bombe noch platzieren können, obwohl es nichts mehr gebracht hat. Kann die Lucy noch sterben? Offensichtlich nicht. Okay, also. Und das war gegnerische. Ja, toll, das war der gegnerische. Jetzt habe ich gerade die Waffe vergessen. Fokus Profiklexer, ja. Ach Gott. Ich würde sagen, ich mache noch 2 Runden. Also, oder? Nee, das ist jetzt die wievielte? Die zweite, gell? Ja. Dann mache ich noch eine dritte Runde. Geil, okay. Dann läuft es irgendwie gerade nicht so gut, ich weiß auch nicht wieso. Naja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, ja, in der, ja, dritten Runde und gucken uns so kurz die Ergebnisse an. Ergebnisse, 40 zu 53, irgendwie kann ich mich gerade noch nicht konzentrieren. Ich weiß nicht, naja, ich habe auch gerade Kopf, egal. 7 Kills, naja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde, bis gleich. Und da sind wir schon wieder auf dem CTA-Markt, ja, heieiei. Gibt's noch was anderes? Ich glaube irgendwie nicht. Ja gut. So. Dann würde ich sagen, hätte er das auch ruhig aktivieren können. Und gehe ich jetzt mal ein bisschen vor wieder. Gut, dann halt nicht. Okay, falle ich halt runter. Wieso denn auch nicht? Danke sehr. Wow. Kann ich jetzt hier rauf, ohne gleich getötet zu werden? Ja. Ach. Ich weiß noch nicht, wann ich meine Ulti einsetzen soll. Gegen den hätte mich jetzt die Ulti geschützt, aber nicht gegen die Schwarmraketen. Toll. Kaum kann ich mich einmal mit der Ulti schützen. Also ist jetzt nicht der Zweck von der Ulti. Ja, ein bisschen schon, aber ist jetzt nicht der Hauptzweck, sich mit der Ulti einfach vor dem Gegner zu schützen. Aber kaum kann ich sie mal so benutzen, bringt sie mir auch schon wieder nichts. Oh Gott. Also gerade läuft es irgendwie echt nicht gut. Ich weiß nicht, was los ist. Ach, naja. Keine Ahnung, es sind einfach keine guten Runden. Ach komm, natürlich ist da gleich der nächste Gegner, der wartet. Das ist halt echt, ist halt auch ein bisschen lächerlich. Toll, danke sehr. Ach Gott. Kann ich die bitte killen? Danke sehr. So.
Naja, 3 Kills. Okay, können wir jetzt wieder ein bisschen nach vorne pushen. Können wir? Ja, toll. Jetzt kriege ich ihn und er kriegt mich auch. Das bringt mir halt auch nichts. Also irgendwie will es gerade nicht so gut laufen. Ich weiß nicht, was los ist. Das sind ja schon wieder 2 Gegner. 2 Gegner auf einem Haufen. 2 Gegner spielen natürlich durch meine Bombe durch. Ist ja auch total wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht ausgeglichen, das ist schon fast unfair. Ja gut. Ich habe aber, also ich habe jetzt auch gerade sehr schlecht gespielt. Ach, na gut, dann würde ich sagen, gibt's gleich noch eine 4. Runde und ja, gucken wir uns noch. Ja, die Kills und sowas an. Kills. Ach. Und ja, dann würde ich sagen, geht's auch schon in die 4. Runde. Bis gleich. Und dann sind wir mal wieder auf der Steinkohlegrube. Ja, endlich mal. Nicht der Cetacea-Markt. Und jo, ich finde die Steinkohlegrube eigentlich in Operation Goldfisch und so habe ich schon mal im letzten Part. War das der letzte? Im letzten Part, glaube ich, gesagt. Ja, im letzten Part. Weil da hatte ich die Steinkohlegrube in Operation Goldfisch und da hat man da hinten gestartet und dann war es hier hinten aber auch hoch und so. Ich finde sie im Ding-Modus cooler. Also. Ja. So, dann würde ich sagen, übrigens ist auch die, also übrigens habe ich mit der Steinköllergrube, war das meine erste Map, die ich je in Splatoon gespielt habe. Also nicht gespielt habe, sondern das war nicht meine erste Map, die ich gespielt habe, sondern das war die erste, die ich in Aufnahmen gespielt habe. Also ja, im ersten Splatoon-Part, nicht Splatoon 2, sondern Splatoon. Habe ich die Steinkohlegrube gespielt. Also das gleich als erstes. Also es hat... Auf meinem Kanal hat es mit der Steinkohlegrube gestartet. Jop, den einen habe ich. Plan ist aufgegangen. Okay, dass ich den jetzt erwische, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann. Hat es doch gerade ganz gut geklappt. Jetzt klappt es auf einmal wieder ganz gut. Kannst du bitte sterben? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu viel verlangt. Ich kann nicht einfach verlangen, dass die Gegner hier sterben. Dankeschön, mein lieber Gegner. So. Ah, das war dumm. Ich habe ihn trotzdem noch bekommen. Okay. Gerade läuft es ganz gut. Also. Das war jetzt ziemlich dumm von uns beiden. Von mir und dem Dual Platscher, glaube ich. Oder? Wer will gleichzeitig mit mir? Der Dual Platscher, yep. Kann das sein, dass wir nur zu dritt sind? Ich glaube, wir sind nur zu dritt. Ist natürlich auch angenehm. Ist ein bisschen unfair dann, aber gut. Komm. Das Gute ist, im Reichweiten-Duell habe ich halt ziemlich einen Vorteil. Okay, das war jetzt Glück. Hallo? Dann färbe ich hier nochmal alles um, wieso auch nicht. Komm! Ja! Ich wollte gerade sagen, fährt deinen Tod noch runter. Fährt der Tod, also die Haftbombe noch mit dem Aufzug runter. Okay. Ah, das war sehr knapp. Schade, 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 schade. Okay, dann würde ich sagen... Joa, sehen wir uns nicht gleich, weil ich kann ja nicht, ich bin gerade verwirrt. Okay, die Runde war jetzt sehr gut. 15 Kills und 1043. Ja, lag wahrscheinlich daran, dass ich zwischendrin das Fenster geöffnet habe und kurz an die frische Luft geguckt habe. Zumindest mit dem Kopf. Ja, gucke natürlich nur mit dem Kopf, aber rausgeguckt habe. Okay, gut, dann würde ich sagen, ja, viel Spaß noch auf YouTube und ja, habt eine gute Zeit und
bis zur nächsten Folge. Ja, ciao.